So, ich habe mir nicht nur einen neuen Tombow geholt, sondern ich habe hier auch mal fröhlich alleine weitergemacht. In der Zwischenzeit waren wir auch draußen unterwegs mit dem Fahrrad. Es ist wieder ein wunderschöner, nicht ganz so heißer Tag wie sonst. Wir haben nur 30 Grad. Und jetzt machen wir hier mal weiter mit dem nächsten Teil. So, zwei Bilder hatten wir noch. Zum Einkleben oder drei. Bild wieder auf die rechte Seite. Hier links wieder ein Tag zusammengeklebt aus zwei ausgestanzten Teilen. Hier habe ich wieder so eine kleine Tasche gemacht. Die mache ich mit euch gleich auch noch mal im Detail, damit ihr das einmal seht. Wer das noch nie gemacht hat, das ist nicht schwer. Und dann kann man das für jede Form, jede Größe, jede Seite anpassen. So, und hier habe ich noch mal so ein kleines Embellishment gebastelt. Das kann man nachher hier draufkleben und hier noch mal was draufschreiben oder drauf stempeln. Das muss ich mir dann aber erst noch aussuchen, was ich da nehme. Auf der anderen Seite mal eine Längshalterung für den Tag. Der Tag wieder genau gleich gestaltet. Und hier habe ich mit einer solchen Stanze von Spellbinders das Papier durch die Big Shot laufen lassen und ganz simpel hier an drei Stellen ganz dünn Flüssigkleber aufgetragen und das hier angeklebt. Und dann schiebt man den Tag einfach hier so rein. Hier habe ich mir einen kleinen Kreis ausgestanzt und eine dicke Hummel. Und auf der letzten Seite habe ich aus meinem Sizzix Notebook Stanzkit habe ich diese kleinen, wie nennt man die denn, Pins verwendet. Das ist im Übrigen hier diese Nummer, weiß nicht, ob es ganz scharf wird, 66 24 66. Und dazu gibt es hier so kleine Innenteile, die werden dann so zusammen aufs Papier gelegt und dann wird dieses Hello ausgestanzt. Davon gibt es auch noch ein Today, ein Noted, verschiedene kleine Varianten. So, und das habe ich ineinander geklebt. Und dann hebt sich das Hello hier ein bisschen raus. So, und das war es im einfachen Sinne auch schon. Ich werde jetzt hier für die Tags einfach noch mal ein bisschen, da habe ich schon ein bisschen mehr Faden hier rausgesucht. Faden und Garn. Da mache ich vielleicht auch gar nicht so viel. Ich muss mal sehen, vielleicht mache ich das Loch hier noch ein bisschen größer. Das ist sehr klein. Hier habe ich ein etwas größeres Loch. Hier könnt ihr auch zum Beispiel noch ein Eyelet anbringen, wenn ihr das wollt. Kann man machen, muss man aber nicht. Wie gesagt, alles ist erlaubt, was einem gefällt. So, und jetzt schneide ich das hier ab. Hier könnt ihr jetzt entweder könntet ihr das, wenn ihr das Loch ein bisschen weiter drin habt, festtackern oder so wie ich das jetzt hier mache, könnt ihr noch mal einen Faden unten anbringen und das so zusammenbinden. Der ist jetzt ein bisschen kurz, aber ich verwende gerne alles, was ich habe. Kann ich sogar noch einen Knoten drauf machen. So.
hier oben schneide ich auch noch mal ein bisschen ab. So, und wenn ihr nicht wollt, dass das ausfranst, dann nehmt ihr Clear Gloss. Meiner hier ist von Anita, gibt es aber auch von Tim Holz. Bestimmt noch anderen weiteren Firmen. So, jetzt muss ich mal gucken. So, und dann macht ihr einfach hier oben am Faden bzw. Bandende ganz kleines bisschen Clear Gloss drauf. Und der härtet dann durchsichtig aus. Und dann franzt euch das nicht mehr aus. So, den lege ich mir jetzt auf die Seite zum Trocknen. So, und genauso mache ich das jetzt für alle Tags. Und wenn ich damit fertig bin, sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe die Bänder an den Tags angebracht. Die stecken wir jetzt mal hier wieder zurück. Ich muss mal gucken, was ich hier für was verwendet habe. Auch hier habe ich wieder noch mal so ein kleines Label. Das habe ich euch, haben wir ja vorher schon gesehen, dass es dann hier raufkommen kann. Aber da muss ich noch was bestempeln. So. Ich glaube, der hier ist mir ein bisschen zu lang geraten. Schnippel ich mal einfach ab. Lass ich nur mal kurz trocknen. Das geht relativ schnell. Ein paar Minuten, dann kann man das schon wieder reinstecken. Hier kommt der dann hin. Ihr könntet rein theoretisch auch sowas, so ein Embellishment auf das, auf den Tag machen, weil wir hier viel Platz haben zwischen den Seiten. So. Und die beiden Vorder- und Rückseiten, die lasse ich frei. Da könnte man auch noch was hinmachen. So, und hier für die Mitte wollte ich auch noch ein halbes Inch, 1, 2, 3 Achtel Inch mal 6. Das mache ich so hoch, wie das Designpapier hier auch auf den Seiten ist. Und dann nehme ich das Grün, weil ich das auch hier drüben für den Tag habe. Das schneide ich mir mal kurz zu. So, das sind nicht 6 Inch, sondern 5 3 Viertel. 6 Inch ist die Gesamtseite groß. Und wie gesagt, also die Maße hier für das Album sind wirklich anpassbar für jede beliebige Größe. Ihr entscheidet, wie groß ihr das haben wollt. Das Wichtigste ist, dass wenn ihr dann mit Designpapier die Seiten mattet, dass ihr sie ein halbes Inch kleiner macht. Beziehungsweise, ich habe hier ja ein Viertel Inch genommen, ein Viertel Inch kleiner. Dann habt ihr hier diesen dünnen Rand. Wenn ihr den Rand breiter haben wollt, dann nehmt ihr ein halbes Inch. Das ist, nehme ich immer so als Anhaltspunkt. Ich nehme immer gerne ein Viertel Inch kleiner als das Original. Das mache ich auch bei Karten so. So, das ist doch super. Jetzt wiederholt sich hier das Designpapier nochmal in der Mitte. Hier überlege ich auch, ob ich noch was reinmache, aber
Der Abstand ist doch sehr schmal. Da könnte ich höchstens ein 1/8 Inch nehmen. Da schaue ich mal, was ich hier habe. So. Ich habe mir jetzt diese Streifen zugeschnitten. 5 3/4 mal 1/8. Oder ihr macht das eben so schmal, wie das bei euch geworden ist, der Zwischenraum. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr noch gut auf- und zuklappen könnt. Deswegen darf das nicht zu breit sein. Und natürlich könnt ihr das auch komplett weglassen, ne? So, und dann schön nach an die Falz auf der anderen Seite ranschmiegen, damit ihr hier noch genug Platz habt, um zu blättern. So, ich mache mal hier so schön weiter und wir sehen uns, wenn ich fertig bin. So, dann blättern wir einmal zusammen durch. Hier vorne war es zu schmal, hier habe ich nichts mehr hingemacht. Aber hier jeweils habe ich noch mal immer das gleiche Papier hier rein dazwischen geklebt. Super. So, hier vorne habe ich auch schon vorbereitet das Label für vorne. Und hierauf kommt dann noch das, auch nachdem ich mir einen Text überlegt habe. Die Hände sind ganz braun jetzt von Vintage-Fotofarbe. So, aber auf jeden Fall kommt das hier vorne drauf. Ich habe hier das Label mit Dimensionals beklebt, damit das ein bisschen weiter hochkommt. So. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, abgesehen von, vielleicht mache ich das auch hier hin, abgesehen von den Embellishments für innen, müssen wir uns noch überlegen, welchen Verschluss und ob ich überhaupt einen Verschluss hier machen soll. Hier oben habe ich noch was vor, da möchte ich gerne noch ein Eyelet anbringen und hier ein paar Bänder befestigen. Das mache ich jetzt gleich mal. Muss ich mal gucken, wo ich das mache, damit das nicht, das darf nicht zu weit oben sein. Es muss in der Mitte sein. Das hätte ich auch viel früher machen können. Natürlich bevor ich die Innenseiten dekoriere, aber das muss nicht sein. Man kann das so und so machen. Ich nehme das breitere Loch. Das hier ist die Big Bite von We Are Memory Keepers. Es gibt die Crocodile, das ist diese kleine Zange. Und es gibt die Big Bite. Und der Vorteil von dieser ist, dass ihr viel weiter... Also ihr könnt bis hier könnt ihr die Löcher machen und bei der Crocodile könnt ihr nicht so einen großen Abstand bewerkstelligen. Aber von der Kraft her und für dieses Loch jetzt würde die Crocodile absolut ausreichen. So, wir gucken, dass ich das hier schön in der Mitte treffe. Das messe ich jetzt auch besser noch mal aus. Dazu nehme ich am liebsten ein Geodreieck. So, und das ist schon ziemlich in der Mitte, genau. Das muss natürlich nicht perfekt sein, aber ich
hätte schon gerne perfekt. So, und jetzt mache ich hier erst das Loch durch. Super, und ihr könntet das rein theoretisch auch so lassen. Aber wir machen jetzt noch ein Eyelet da rein. Mal sehen, ob ich da eine Farbe habe, die mir gefällt. Ja, das Grün ist gut. Grau, ne, möchte ich auch nicht. Orange haben wir hier auch nicht wirklich so drin. Nee. Und ansonsten hätte ich noch Gold und dergleichen, aber das muss auch nicht sein. Hier dieses Grau ginge auch noch gut. Nein. Grün ist super. Ich glaube, ich bin mit meinem Kopf gegen die Kamera gekommen. So, hinein damit. Wie die Big Bite funktioniert, dazu gibt es viele gute Videos. Unter anderem auch von Kreativsüchtig, von Mel. Ich glaube, bei Dani Poise hat sie das gemacht. Dazu sage ich jetzt nichts und ich sage auch, es klappt auch bei mir nicht immer hundertprozentig. So. Das ist aber ganz gut geworden. Und da fädel ich mir jetzt ein paar Bänder durch. Jetzt muss ich mal gucken, ob das überhaupt hier durchpasst. Das schöne Ding, das ich mir so hübsch vorgestellt habe. Na, vielleicht mache ich das auch anders. Schauen wir mal. Das ist zu doll. Das hier ist super. Und ich versuche gerade herauszufinden, wie ich das am besten mache, damit sich das schön ein bisschen nach unten biegt. So ziehe ich das nochmal raus. Super. So, wunderbar. Auch hier schneide ich noch mal die Ränder ein bisschen an. Ein bisschen kürzer hier. So. Und noch mal mit Clear Gloss.
damit das nicht ausfranst. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass euch das nicht am Papier festklebt. Könnte man auch vorher machen, aber ich weiß ja vorher noch nicht genau, wie lang ich die einzelnen Bänder haben möchte. Und deswegen muss ich das dann eben hinterher machen. So. Das hier gefällt mir nicht. Ihr müsst auch aufpassen, wenn ihr den Kleber aufbringt, dass ihr das gleich in der richtigen Richtung aufbringt. Weil wenn ihr das gegen den Strich macht, dann kann es sein, dass das wieder sich auffächert. So, super. Geräusch im Hintergrund ist übrigens die Waschmaschine, wie ihr vielleicht schon erkannt habt. Nein, das lasse ich so. So, jetzt suche ich mir noch einen Schaum aus. Solche sind immer gut, wenn man davon zu Hause hat. Vielleicht auch ein bisschen Auswahl. So, hier zum Beispiel brauche ich gar keinen Knoten machen, das lasse ich so. Das ist von einem Armband. Mit meinem alten Armband habe ich das einfach abgemacht. Ich glaube, das reicht mir schon so. Ja. So, wunderbar. Ein bisschen Spielerei. Von innen sieht das so aus. So, dann blättern wir noch einmal zusammen durch. Viel Platz, sehr viel Platz für Journaling. Das werde ich auch noch hinzufügen. Hier werde ich mir noch einen Stempel aussuchen, das mache ich aber nicht jetzt. Und wenn alles fertig ist, dann gibt es noch mal ein Flip-Through. Ein Flip-Through-Video, wie das dann komplett fertig aussieht. So. Hier hatte ich mir auch überlegt, ob wir hier einen Verschluss hinmachen. Aber da ich jetzt hier hinten so ein bisschen Bommel habe und es auch nicht wirklich nötig ist, dass man das schließt, weil es nicht sehr, sehr dick wird und es wird auch nicht noch sehr dick werden und es hält so sehr gut zu, lasse ich das genauso, wie es ist. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Freut mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch oder einen Daumen runter da, wenn es euch nicht gefallen hat. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir in den Kommentaren oder schreibt mir eine E-Mail an pemmystyle@web.de. Ich versuche alle Infos unten in der Infobox zusammenzufassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!